Bin gerade aufgestanden, habe gefrühstückt. Bin jetzt in Pattaya und werde mir jetzt einen Roller mieten. Also erstmal vom Hotel mit Grab in die Stadt rein. Wollen mir dann einen Roller gönnen. Und dann muss ich zur Firma fahren, zu FS Consulting, die mir dabei helfen, meinen Führerschein zu machen. Beziehungsweise den bürokratischen Anteil des Führerscheins zu machen. Ich muss einmal hinfahren, ein paar Dokumente abgeben, später nochmal hinfahren, ein paar Dokumente abholen. Morgen habe ich 10 Stunden Schule, übermorgen ist die Prüfung. Dann habe ich ein paar Tage Ruhe und am 8.11., also heute ist der 1.11., am 8.11. muss ich nochmal zur Firma und dann, weiß ich nicht, Lappen abholen. Keine Ahnung, ob das so schnell geht, wäre natürlich cool. Sieht ja maximal beschissen aus, egal. So, lecker. Jetzt ein kleines Update, Freunde. Ich habe mir einen Roller geholt und war bei FS Consulting, der Firma, die den Papierkram für mich macht. Und dann muss ich heute nochmal hinfahren, dann die Sachen für die Schule abholen und morgen früh um 6.30 Uhr muss ich dann bei der Fahrschule auf der Matte stehen. Schon mal kleine Aufwärmrunde gemacht. So, lässt sich's gut gehen, Leute. Schön Pudi-Mudi. Das war nicht so fresh, wie ich dachte. Ist ganz schön warm, das Wasser. Aber, Mensch, ganz nice. So, geht jetzt nochmal zur Consulting-Firma, ein paar Dokumente abholen. Denn ich habe ja morgen früh um 6.30 Uhr Schulbeginn. So, es ist früher Morgen, wir haben jetzt kurz nach 6. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Schule mit meinem geilen Schätzchen. Dann gucke ich mal, was wir da 10 Stunden machen. Keine Ahnung. Lass uns nur überraschen. Bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ach, so, Damen und Herren. Ich muss euch einfach von meinem Tag berichten. Man muss sich vorstellen, man steht so früh auf, geht um fucking 6.30 Uhr, ist man an der Fahrschule. Ja, will da halt irgendwie was lernen, was passiert. Mein Pass wurde überprüft, meine Fingerabdrücke wurden genommen. Ein Sehtest wurde gemacht. Da war einfach nur so ein Plakat mit bunten Feldern. Da hat jemand drauf gezeigt, ich musste sagen, was für eine Farbe ist, fertig. Kurzer Reaktionstest, dann hat zwei Pedale. Wenn Licht leuchtet, tritt man drauf. Und das war's dann erstmal. 9 Uhr ging es dann los, wurde uns dann das Motorrad anhand eines richtigen Motorrades halt erklärt, wie man ein Motorrad, falls es umfällt, aufhebt, was man als erstes prüft vorm Losfahren. Aber war halt alles auf Thai, das muss man auch noch dazu sagen. Es war nichts auf Englisch, nichts verständlich, aber ist ja auch, mein Gott, es ist Thailand, ne? Willkommen. War trotzdem irgendwie unterhaltsam bis dato. Da hatten wir von 10 bis 11 Pause. Gut, Stunde Pause, ist ja normal, machen wir. 13 Uhr sind wir dann rausgegangen, also haben genau 3 Stunden nichts gemacht. 13 Uhr sind wir rausgegangen. Dann sind wir gefahren, Slalom. So ein Balancetraining über so ein Stückchen Asphalt, also ein Stückchen Beton, was in der Erde eingelassen worden ist, was so ein Stück über dem normalen Boden ist und weiß angemalt war. Das war's dann. 14.15 Uhr saßen wir wieder rum, nichts ist passiert. Um 14.30 Uhr, 5 Stunden später, haben wir einen Zettel ausgefüllt, der war komplett auf Time. Da habe ich einfach von den anderen abgeschrieben. Da musstest du aber nichts machen, außer alles ankreuzen, was ging. Unterschreiben mit Datum. Und ich glaube, das war so ein Zettel von wegen, ich habe das alles zur Kenntnis genommen, was mir gesagt worden ist. Ist ja auch völlig fein. Ist ja mir auch völlig Latte. 15 Uhr ging es dann zurück zur Schule. 15.15 Uhr, nichts passiert. 16.30 Uhr, nichts passiert. 17 Uhr, nichts passiert. Das heißt, wir haben halt wirklich von 15 Uhr bis 17 Uhr dann wieder nichts gemacht. Wir mussten am Anfang und am Ende unseren Fingerabdruck scannen. Und ich glaube, du musst einfach eine gewisse Stundenzahl in der Fahrschule gewesen sein oder eine gewisse Stundenzahl halt anwesend gewesen sein, damit du den Lappen irgendwie bekommst. Keine Ahnung. Ja, bin gespannt, Leute. Gespannt. Wie ein Flitzebogen, oder wie man sagt. Moin Leute, es ist 5:30, aber ich muss vor der Reise noch ein bisschen was machen. Deswegen
Let's Fats, wir haben ziemlich viel Zeitdruck. Eine der random Sidequests ist es, by the way, dass ich Geschirrspüler ausräumen muss in der Partyhütte. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, hätte ich es vorgestern schon gemacht. Platz hier, number one. Second road from the left. Danke, du, from the left, very good. Ja, yeah, Mann, danke, du. Second road from the right. Very good. Yellow money! Mensch, war ein paar gute Dinge. Number one! Left road ends. Left road! Ending. Oh, ending. Bup. Bup. Ah, ถ้าผมไม่เห็นมือคุณเนี่ยผมไม่รู้อ่ะ Passion. More passion. More energy. More energy. Oh Gott! Sie sind alle schon ready. Ich wollte nur mal noch mal zeigen, die beiden Teddys. Und... Okay. Nimm jetzt nur noch einen Rucksack. Mel. Und den Mülleimer nehmen wir auch mit. Wobei, nee, den müssen wir tatsächlich hier stehen lassen. Weil die gelbe Tonne ist voll. Ist aber schade. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Dass sie dort ist. Das ist so zwischen Frankfurt und der Heimat. Das heißt, sie ist jetzt gerade schon auf dem Weg zum Flughafen. Also ich bin jetzt Frankfurt, Hauptbahnhof. Mein Anschluss-ICE hat natürlich nicht gewartet. Er war tatsächlich direkt gegenüber, aber wir sind ausgestanden und er dachte sich so, ciao, Kakao. Ich war noch nie an einem Frankfurter Flughafen, geschweige denn alleine. Ich bin auch noch nie allein geflogen. This is going to be so crazy. Ich bin jetzt Vlogger! No pictures, no pictures! Manina, wenn ich du wäre, als ich jetzt... Wer wären Malina und ich, wenn wir uns nicht einfach just for fun leere Corona-Flaschen kaufen würden? Leere Flaschen kaufen? So, pass auf, Malina. Den Dude haben sie da wieder hingepackt. Oh, wenn ich ehrlich bin, das ist das erste Mal, dass ich alleine im Flughafen bin. Ich kann weil Malina hat mich sehr gut noch zur Sicherheitskontrolle gebracht. She did amazing. Und jetzt hoffe ich zu meinem Gate. Was sagt ihr eigentlich zu meinem completely beige Outfit? Außer von den Socken. Aber ansonsten, just Biker, Bro. Nice. Ja, ich werde jetzt was frühstücken und dann geht es schon fast direkt in den Bus nach Bangkok. Da will ich nur noch warten. Ich sitze jetzt hier oben und kann perfekt hier runter schauen. Da müsste sie dann irgendwo irgendwann langkommen.